Mit gesunder Ernährung kann man eine Menge für sein Herz tun. Das weiß Doreen Groth aus eigener Erfahrung. Für sie ist es darum eine echte Herzensangelegenheit, anderen Menschen Hilfestellung zu geben, wenn es darum geht, sich ein schmackhaftes und gesundes Essen zuzubereiten. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Deutschen Herzstiftung führt sie als Ernährungsberaterin durch Kochkurse, die vom Rostocker Präventionszentrum MedPrevio angeboten werden. Wenn man bedenkt, dass jedes Jahr 300.000 Menschen an einem Herzinfarkt sterben und dass 40% aller Todesfälle ursächlich ja mit einem Herzleiden zusammenhängen, dann ist das schon recht bedenklich und eigentlich möchte man ja noch eine ganze Weile leben. Und deswegen ist es so wichtig, das eben auch in die Firmen zu tragen und nicht erst zu Menschen zu tragen, dass es die Herzstiftung gibt, die schon betroffen sind. Ich halte für die Prophylaxe ganz wichtig und dazu gehört natürlich auch gesunde Ernährung. Okay, ansonsten starten wir heute mit einer nurgischen Pizza oder nurgischen Pizza, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Ist natürlich auch wieder in dem Kochbuch drin, das wir beim letzten Mal schon so ein bisschen angepriesen haben. Unterstützt wird Doreen Groth von Sport- und Ernährungscoach Esther Nürrembe. Sie schwört auf die sogenannte Logi-Methode, die kohlenhydratreduzierte Ernährungsform. Darum wird der Pizzaboden in diesem Kurs aus Mandel- und Leinsamenmehl hergestellt. Das Rezept ist einfach und schnell umsetzbar. Zumal Doreen Groth noch einige Tipps dabei hat. Mein Mann hat ursprünglich gedacht, die wären zum Mahlen gedacht. Und dann haben wir das festgestellt, was total gut geht. Wenn ihr immer so diese Klarsichtfolie macht, ne, dann könnt ihr wirklich den Pizzateig so dünn machen, wie ihr ihn haben wollt. Guck mal, das geht super ab. Doreen Groth macht anderen Mut. Sie selbst hat es schließlich auch geschafft, ihr Leben und ihre Ernährungsweise zu ändern. Ich muss gestehen, noch im Jahre 2018 wog ich auch über 20 Kilo mehr. Und als ich dann eben so erkrankte und durch verschiedene Therapiemaßnahmen letztendlich in der Klinik beim Schrittmacher landete, da habe ich mir geschworen, dann muss ich ja abnehmen und nun habe ich noch einen Motivator mehr. Und das ist mir dann dauerhaft auch mit der gesunden Ernährung geglückt. Dazu habe ich selber eine Ausbildung noch selbst vollzogen zur Ernährungsberaterin und meine Firma oder die Firma, in der ich arbeite, die Firma Personalfinanz, die hat in Kooperation mit MedPrevio dann das Ganze so weit fortgesetzt, dass wir jetzt hier bei MedPrevio weiterhin auch die Kochkurse anbieten und ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass ich meine persönliche Erfahrung, mein Wissen und Können dort mit einbringen darf. So ein Kochkurs von MedPrevio wird einmal im Monat als Doppelblock angeboten. Während es in einem Teil des Kurses, so wie heute, um die Hauptmahlzeiten geht, steht im ersten Kursteil das gesunde Frühstück im Mittelpunkt. Denn das ist nach Ansicht der MedPrevio-Experten die entscheidende Mahlzeit am Tag. Ich sage immer, das Frühstück ist die wichtigste Tagesmahlzeit, weil wer schlecht in den Tag reinstartet, der hat über den Tag kaum noch eine gute Chance, die Ernährung noch ordentlich zu gestalten. Das liegt ganz einfach daran, dass unser Stoffwechsel sich dann auf die, ja, immer im Defizit ist sozusagen. Und insofern lohnt es sich, sich ums Frühstück zu kümmern. Gesunde Fette, die dürfen natürlich nicht fehlen. Auch beim Wurst-Käsesalat sorgt ein gutes Öl nicht nur für die Herzgesundheit, sondern auch für den besonders feinen Geschmack. Das Essen, was die essentiellen Nährstoffe enthält. Alles andere eher weglassen, das ist das ganze Geheimnis. Ich glaube, einer der größten Schwachpunkte bei den meisten Ernährungen oder für die meisten Menschen ist zu wenig Eiweiß und die falschen Fette und tendenziell zu viele und ungesunde Kohlenhydrate und zu wenig Vitamine und zu wenig Mineralstoffe. Und Logi gleicht das eben wunderbar aus. Lohnt sich sehr, sich damit zu beschäftigen und ist vor allen Dingen super lecker und super schmackhaft. Sauerkrautbuletten mit Gnocchi stehen heute als letztes Gericht auf dem Plan. Die Kosten für die zertifizierten Kurse übernimmt übrigens die Krankenkasse. Die meisten Teilnehmer haben vorher bereits eine Ernährungsberatung durchlaufen, kommen, weil sie mit Bluthochdruck oder Diabetes zu kämpfen haben. Doch auch andere Interessierte, die ihrem Herzen etwas Gutes tun möchten, sind willkommen. Wer sich nicht nur mit der Ernährung, sondern auch mit anderen Faktoren für die Herzgesundheit befassen möchte, findet viele Informationen auf der Website der Deutschen Herzstiftung. Doreen Groth weist außerdem auf die bundesweiten Herzwochen im November hin. Bei der diesjährigen Aufklärungskampagne informieren Ärzte und andere Experten über die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten des Vorhofflimmerns.
Mehr Informationen finden Sie ab Oktober unter www.herzstiftung.de.